Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge vom Settlement Survival Let's Play. Und wir sind hier gerade auf unserem neuen, wunderschönen Bodenfeld. Beziehungsweise Erbsen, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Erbsen, guck mal, ist noch viel besser als Bohnen. Denn bekanntlicherweise wissen wir ja alle, dass Bohnen nicht so lecker sind wie Erbsen. Und wer was anderes sagt, der sollte das nochmal überdenken. Nee. Also, wir sind im nächsten Part, den nehme ich übrigens direkt hinterher auf. Sprich, für mich ändert sich nichts zeitlich, für euch eine Woche. Und ja, wir sind in der letzten Folge so weit gekommen, dass wir jetzt hier Körbe endlich produzieren können, dass die Leute mal ein bisschen mehr schleppen können. Haben die hier jetzt auch die Körbe? Nee. Die schleppt ihr Eisen einfach so rum. Schön, dass ich Körbe bauen lasse, die nicht benutzt werden. Haben wir hier irgendjemand mit Korb rumlaufen? Okay, das sind wir, die Kids. Die Frau hat auch keinen Korb. Gut, dann habe ich die scheinbar komplett umsonst gebaut. Ich sehe jetzt zumindest hier niemanden mit Korb und da hinten ist sowieso keiner. Gut. Dann brauchen die anscheinend die Körbe noch nicht oder wissen nicht, wie man den Korb verwendet. verwendet. So, andere Sache, die mir nämlich jetzt auch gefallen ist zwischen den Folgen. Beziehungsweise, nee, ich zeige euch erstmal, was wir noch gemacht haben. Wir haben diese Mine hier gemacht und die ist so gut wie fertig, beziehungsweise könnte sogar schon fertig sein. Und bauen hier so einen schönen Brennstoff-Ding. Ist die fertig? Sie ist fertig. Unsere Mine ist fertig. Ja, super. Aber wir haben keine Arbeiter. Das ist blöd. Dann würde ich sagen, lassen wir erstmal das hier pausieren, was wir zwar in der letzten Folge schön gebaut haben. Edison, das ist auch so eine Person, die ständig irgendwie woanders was machen muss. Wir haben 18 Seile, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil die Seile brauchen wir jetzt noch nicht so oft. Dementsprechend macht die Edison, oder der Edison, ich glaube immer mal, das sind die. Die wird jetzt in der Mine arbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, ob da jetzt eine Frau in der Mine arbeitet oder ein Mann, aber ich tippe mal nicht. Und die sollen uns Kohle holen, auf jeden Fall Kohle. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle und zwar sehr. Yes. Wir sind noch Kohle los. Wir sind noch Ole ohne Kohle. Ole ohne Kohle. So. Und hier können wir die dann nämlich zu Brennstoff machen. Damit wir das mal so ein bisschen effektiver alles hier gestalten, dass wir nicht mehr ständig Brennstoffprobleme haben und auch unser Holz mal so ein bisschen sparen können, weil wir haben aktuell ein Holz und das wird in den meisten Fällen dann zu Brennstoff verarbeitet. Eigentlich gar nicht. Guck mal, wir haben 10 Brennstoff im letzten Jahr 120 Brennstoff. Das ist nichts. Deswegen wollte ich da ein bisschen effektiver werden, dafür ist die Mine jetzt da. Ansonsten habe ich soweit jetzt alles gezeigt. Und was ich sagen wollte, guck mal, wir haben gar keinen Wasserholer mehr. Das ist auch irgendwie nicht so praktisch. Das heißt, das hier ist auch schon wieder leer, wir haben nicht genug Leder. Das ist echt blöd aktuell. Ja, also es sieht so aus, obwohl wir kein Schilf zu Strohschuh machen. Wir machen mal ein paar Strohschuhe. Vielleicht wollen die Leute einfach nur neue Schuhe haben. Weißt du, die sind nicht mehr zufrieden mit den alten Air Force One. Gehen wir jetzt die Air Force 2. Deswegen müssen wir mal ein paar Schuhe machen. Also das ist aktuell echt noch so ein Ding, dass da würden Tiere uns wahnsinnig helfen, aber die haben wir leider noch nicht. Dementsprechend bleibt das so und dann können wir hier leider immer noch keinen reinstellen, weil ich gerade gar keinen frei gemacht habe. Haben wir denn irgendwo jemanden doppelt besetzt, wo ich sagen würde, das kann auch eine Person machen? Wir haben gefühlt alles einzeln besetzt. Guck mal, die Deborah ist jetzt mittlerweile auf dem Feld aktiv. Hier ist der Edward. Hier haben wir den Howard. Hier haben wir die Sammy. Hier haben wir niemanden. Die Frage ist, ich meine, bis Winter ist ja noch ein bisschen, ne? Guck mal. Wenn wir jetzt sagen, wir priorisieren das und sagen, die sollen das mal jetzt unbedingt fertigstellen hier, die Text. Dann können wir in der Zeit ja eigentlich die Zoe, da rausnehmen und das Sägewerk pausieren. Das wäre auch mal ein bisschen Holz laden. Und die Zoe holt halt jetzt immer mal das Wasser. Dann machen wir das so und lassen mal weiterlaufen. Und hoffen, dass die so langsam dann da hinten mal weiterkommen. Und vor allem hoffe ich, dass die weiter fleißig Kinder zeugen. Dass wir hier weitere bekommen. Also wir haben 6 neue Kinder irgendwie in den letzten Jahren bekommen wahrscheinlich. War 20, alt 1, minderjährig 8, Geburtenrate 1%.
Das sieht ganz gut aus. Aber wir haben jetzt schon eine alte Person. Wer ist denn das? Sehe ich leider nirgends. Wir haben zwei Steinbrucharbeiter, sehe ich gerade. Clark und Deborah. Deborah ist irgendwie überall, oder haben wir mehrere Deborahs? Hä? Der Name verfolgt mich. Ich glaube, ich werde auch bald von ihr träumen. Deborah ist hier am Start, aber die war doch gerade hier auf dem Feld. Oder bin ich jetzt falsch? Da ist doch auch Deborah. Wie macht die denn das? Die ist einfach mehrfach aktiv am Start. Dann können wir die doch mal hier rausnehmen, oder? Das macht jetzt der Clark alleine. Das verstehe ich nicht. Also, ich glaube, wir haben zwei Deborahs. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die soll dann hier eingestellt werden. Aber solange wie wir da jetzt bauen, können wir gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen Holz wegmachen. Ich meine, hier muss ja jetzt nicht unbedingt Holz sein. Ich meine jetzt aus ästhetischen Gründen. Machen wir nämlich das mal so ein bisschen holzfrei hier. Können eigentlich auch weg. Hier können wir stehen lassen, aber die hier so nah dran sind. Hohes Risiko eines solchen Ausbruchs. Was brauchen wir nochmal für die Seife? Bienenwachs. Wie komme ich denn an Bienenwachs? Wahrscheinlich durch eine Imkerei. Brauchen Lehm, das ist nicht das Problem. Lehm ist nicht das Problem. Dann hätten wir nämlich Honig. Was brauchen wir noch für Seife? Honig? Also Bienenwachs? Fett. Wie kriegen wir Fett? Metzgerei. Kran. Und Kraut. Okay, ich glaube, das ist so langsam dann das nächste Projekt, was wir machen würden, dass wir mal ein bisschen Hygiene hier ins Dorf bekommen. Dass wir nicht solche Schmutzwinken hier rumlaufen haben. Jetzt vorher will ich aber das hier auch weitermachen. Ich glaube, wir machen mal eine Destillerie. Weil ich gehe davon aus, dass die Leute so langsam auch unzufrieden werden, wenn das hier gesundheitlich und essenstechnisch und keine Ahnung so weiterläuft. Oh nein, das will ich nicht. Na gut, die Steine können weg. Ich wollte eigentlich hier Pflanzen sammeln. So, dann haben wir da mal alle Pflanzen abgegrast. So, ich guck mal, wie viel so eine Destillerie kostet. Aber Kartoffeln oder Agaven, wir haben ja weder das eine noch das andere. Haben wir eigentlich mal neue Früchte bekommen? Nee, schade. Boah, wir kriegen da sogar Holz raus. Eigentlich müssten wir viel mehr davon bauen. Ich würde sagen, ich baue aber trotzdem mal eine Destillerie. Passt das hier nicht. Mann. Ich will die halt nicht ins Dorf bauen. Eine Destillerie neben Krankenhaus macht sich doch gut, oder? Oder hier so hinten. So, hier kommt die Destillerie hin. Ich will hier auch mal weiterkommen, weil wir nämlich Münzen bekommen und bald kommen nämlich die Einwanderer und vielleicht schaffen wir es bis dahin dann noch die 1000 voll zu machen. Ja, das ist ein bisschen... Die Produktion ist halt überall noch so ein bisschen langsam. Wie weit sind wir denn hier hinten? Ah, nice, wir sind fertig. Hopp, dann let's go. Aus Kohle Brennstoff. Dann mache ich mal gleich zwei, dass es hier schnell geht. Weil, soweit ich das verstanden habe, können die auch in den Hütten dann den Brennstoff verwenden. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Das Ding steht halt auch leer hier, ne? Aber ich lasse es trotzdem, weil ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir es dann, wenn die Einwanderer kommen oder so. Oh, das ging sogar ziemlich schnell hier. Guck mal, wir haben mal einen Mini-Vorrat an Holz. Ist das nicht... Ist heftig, oder? Für unsere Verhältnisse auf jeden Fall. Aber Kleidung ist bei Null, immer noch. Und das ist... Ja. Kleidung ist das größte Problem, was wir aktuell haben. 24 Leute wollen Kleidung. Kleiderei habe ich. Die machen bloß keine Kleidung. Ah, nice. Die Destillerie ist auch fertig. Es geht aber schnell jetzt alles mittlerweile. Ja, hat was. Die können wir eigentlich auch mal ein bisschen abholzen. Ich habe halt noch keine Agaven. Sprich, oder haben wir Agaven? Die haben Agaven, wir haben sogar richtig viele Agaven. Wo kriegt man denn Agaven her? An der Sammelstation kann man das auch finden. Können wir mal ein paar Spirituosen machen. Wir können mal ein bisschen Schnaps machen. Wir haben Schnaps, Leute.
Gut, also hier wird ja Kohle fehlt noch. Dann macht es mehr Sinn, wenn die Janet hier noch mitarbeitet, mit der Edison zusammen. Gut, dann muss der Schnaps noch warten. Aber wir haben so langsam Schnaps. Aber wir haben ja gar keine Dinger mehr. Also sprich, wir sind wahrscheinlich fertig mit dem Anfänger-Guide, sage ich jetzt mal. Ist eigentlich unser Lagerhaus voll? Bestand 14%. Weil die faulen Säcke immer das hier so hinbringen. Wir sollen das mal hier hinbringen. Guck mal, ich kann bei den Lagern immer sagen, was die auch lagern sollen. Das ist gar nicht mal so doof. Dann könnte ich nämlich mal bei den Lagern, die ich vor allem hier neben den ganzen Dingern immer gebaut habe, mal sagen, dass die keine Rohstoffe lagern sollen. So, guck mal, dann haben wir nämlich mal hier so ein bisschen das aussortiert, dass dann da zum Beispiel nur die Sachen sind, die wir hier auch brauchen. Gleich mache ich jetzt hier drüben auch noch. Dass hier mal die ganzen... Guck mal, hier hinten... Eigentlich brauche ich das gar nicht, das Lager hier. Das reiße ich mal ab. Das war Quatsch. Weil die produzieren ja nur. Die produzieren ja nicht, die bauen ja nur ab. Dann können die das nämlich mal woanders hinbringen. Weil Lagerplatz haben wir ja trotzdem genug. Siehe hier und hier. Und vor allem das Lagerhaus haben wir ja auch. Und hier können wir auch mal sagen, dass wir hier bitte kein Erz machen sollen und auch keine Baumaterialien, sondern wirklich nur Rohstoffe. Kleidung. Brauchen wir ja hier alles gar nicht. Und Rohstoffe hätte ich zum Beispiel auch kein Holz hier hinten, sondern wirklich nur Textilmaterial. Machen wir so. Weil ich weiß nicht, zu was Dingens gehört. Können die das nämlich auch mal auslagern. Aber cool, dass es geht. Das wusste ich nämlich gar nicht. Aber guck mal, kaum haben wir hier hinten dieses Teil hingebaut, haben die Leute nicht mehr so Probleme mit dem Brennstoff. Aber klar, wir hängen noch mit Kohle ziemlich hinterher. Also viel haben wir da bisher noch nicht gewonnen. Da können wir nämlich auch hier mal ein Lager hinmachen, wo dann nur Kohle hin soll. So hier. Guck, dass sie dann nur die Sachen lagern, die auch hier hergestellt werden. Das macht, glaube ich, ziemlich gut Sinn. Zumindest bilde ich mir das ein. Und dann kann es ja nur gut sein. Ja, die Gesundheit ist wieder ein bisschen niedriger, aber das geht dann hoffentlich auch bald wieder hoch. Wir haben nur noch ein Kraut. Das wächst dann so langsam wieder nach. Da können wir irgendwann dann wieder mal anfangen mit Waldrodung. Hier hinten sind viele. Guck mal. Finden wir hier nochmal ein paar Kräuter, das ist auch gut. Jetzt könnte man so langsam mal überlegen, was man als nächstes sich vornimmt. Oh, wir haben gar keinen Holzfäller mehr. Warum haben wir keinen Holzfäller mehr? Förster Karina ist erfroren. Nein! Und wir hatten einen eisigen Winter. Nein! Wir haben eine Tote. Och nö. Das ist nicht wirklich schön. Dann würde ich sagen, bauen wir mal einen Friedhof. Hier so hin, obwohl ich es eigentlich lieber dahinter haben möchte. Machen wir hier einen Friedhof hin. Dann kommt man nämlich von hier dahin und dann können wir hier noch einen Weg hin machen und da auch. Dann ist es ganz gut angebunden. Und hinter der Kirche, so wie sich das gehört, können wir mal einen Feldweg gleich schon mal planen. Und hier auch.
hier noch so einen kleinen Weg hin. Man da von allen Seiten gut rankommt. Und so hier. Weil kann sein, dass wir den irgendwann größer machen können, müssen, dann könnte der dahin. Oh, Geburtenrate ist runtergegangen. Stress der Bürger. Die Gesundheit ist halt echt stressig aktuell. Aber das, die Stadt entwickelt sich gut. Sollen wir? Wir haben immer noch nicht genug. Ich habe sie jetzt angenommen. Wir haben neue Bürger. Ihnen geht zwar nicht so super, aber wir haben neue Bürger. Das ist eine geile Sache. Ich dachte zwar irgendwie, die kosten mich jetzt 5000, aber kosten sie gar nicht. Ach nee, das ist Stadtverwaltung. Wir können dann irgendwann eine Stadtverwaltung machen, aber dafür haben wir gar nicht genug Geld. Aber wir haben Leute jetzt endlich. Dann können wir jetzt hier nämlich mal ein paar Leute einstellen endlich. Oh, wie schön. Wie gut. Ja gut, die sind jetzt erstmal hier untergebracht. Aber früher oder später wollen die Häuser haben, dann können wir das nämlich jetzt erstmal machen. Nee, können wir nicht. Weil sonst wird die Folge zu lang. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben endlich Einwanderer. Wir haben neue Leute und jetzt haben wir auf einmal Arbeiter. Wie gut ist das denn? Aber das soll es erstmal gewesen sein. Also, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel in dieser Folge geschafft. Wir haben da hinten jetzt Brennstoff endlich. Wir haben blöderweise jetzt einen Friedhof planen müssen. Wir haben Schnaps. Die Leute können jetzt endlich was trinken. Das ist auch super fürs Gemüt, glaube ich. Und vor allem haben wir neue Leute, die im Dorf angekommen sind. Und ich denke mal, das war dementsprechend sehr erfolgreich, dieser Part. Und ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, ciao, ciao.